mal die Aufnahme für YouTube starten. So, jetzt auch die Aufnahme für YouTube mit dabei. Hallo nochmal an alle YouTube-Zuschauer. Ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe nur kurz die Maßprobe ein bisschen angepasst. So, jetzt kommt nochmal ein kurzer Sprung zur Venera 2-Mission. Da möchte ich nämlich kurz mal unser Manöver einspeichern, dass wir das rechtzeitig machen. Ich glaube, angelegt hatte ich es ja schon. Jawohl, die hat schon Manöver. Also damit nur noch rein in die Alarmglock, dass wir es nicht verpassen. Und dann sind wir eigentlich schon auf einem guten Weg, die Venera 3 zu starten. Und die Modliste für RSS, Baldo, die kannst du im Discord finden. Und wenn du Ausrufezeichen Discord eingibst, dann kommst du in den Discord-Chat und oben rechts. Rechts ist da. Findest du dann im Discord-Chat so einen kleinen Pin, wo Sachen angeheftet sind. Da ist dann auch der Link zum RSS-Zcan-File mit dabei. So, wir speichern hier unser Manöver in 19 Tagen. Zack, das war's auch schon. Viel mehr müssen wir hier erstmal nicht machen. Also 3873 Delta V stehen uns ins Haus, die wir da wegbrennen müssen. Und dann bereiten wir uns vor auf den Start der Venera 3-Sonde. Hoffen wir mal, dass die auch sauber jetzt in den Orbit kommt, denn das ist jetzt meine einzigste Chance, tatsächlich die Mission an der Venus zu erfüllen, weil ich Kasperkopf das mal wieder vergessen habe, rechtzeitig einzustellen. Wie groß ist meine Verzögerung beim Stream? Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal so zwischen 5 bis 6 Sekunden. Und netter Mensch mit vielen eigenartigen Buchstaben, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, und wir sind nämlich, können wir kurz in die Upgrades reingucken. Alles klar. Wir sind dabei, den Rollout schon zu machen für die Venera. Ne, noch nicht. 3, aber wir müssen einmal das Launchpad erstmal in Schuss bringen wieder. Das ist jetzt gleich durch. Und wir bauen währenddessen an unserem Kommunist-Sat. Also das ist der neue Anlauf für die. Der neue Anlauf für das Communication Network, was wir noch bauen müssen, das ist dann hoffentlich der Kohleschub, den wir brauchen, um hier endlich mal die 800.000 voll zu bekommen. So, und jetzt packen wir aber erstmal die Venera nach draußen, dass wir die zweite auch noch mitstarten können. Und los geht's. Und wir starten natürlich tagsüber, einfach damit das. Ah, es passt natürlich wieder. Haargenau. Früher Sonnenaufgang, den nehmen wir, glaube ich, auch gleich mit. Dann haben wir gar keine große Verzögerung. Und dann gucken wir mal, was wir mit der Sonde für ein Startfenster bekommen. Das wird ein bisschen anders sein als von der Venera 2. So haben wir zwei unterschiedliche Kurse mit zwei Anflügen und können mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, also auf zum ersten Start des Abends. Venera 3 geht an den Start Richtung Venus, um unsere Mission zu erledigen in ein paar hundert Tagen. Aber Versuch ist es wert. Versuch ist es auf jeden Fall wert. Das sind nämlich auch nochmal 100 irgendwas tausend. Die sind ganz gern gesehen. Wird ja später auch alles ein bisschen teurer. So. Da lädt das Spiel einen kurzen Moment. Ist halt auch keine ganz kleine Rakete. Joa, ansonsten, was steht diese Woche noch so an? Diese Woche gibt es übrigens am Donnerstag dann auch wieder Hardcore Kerbal. Da werde ich auch ein bisschen länger machen, wahrscheinlich auch schon um 20 Uhr starten. Ich glaube, ist im Kalender auch schon angepasst. Und dann werden wir uns noch am Sonntag wieder nach Hardcore Colonization vertüdeln und da noch ein bisschen unsere Kolonien weiter ausbauen. Jo, so, da ist unsere Rakete. Sehr schön im frühen Sonnenaufgang, Morgengrauen über Baikonur bereiten wir unseren Start vor. Das sieht soweit alles okay aus. Die Alarmglocke brauchen wir jetzt erstmal nicht. Smart S ehrlich gesagt auch nicht. Und ich würde sagen, Antrieb an und los geht's in Richtung Orbit erstmal. Jawohl, alles sauber durchgezündet. Und wir haben eine saubere Zündung ohne Probleme an den Triebwerken. Das sieht soweit in Ordnung aus. Sehr schön, sehr schön. Jetzt geht's
Richtung Orbit. Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Explod, vielen lieben Dank für 3 Monate Subscription am Stück. Das Vierteljahr ist somit voll. Wir arbeiten also hin auf das halbe Jahr und ich hoffe natürlich, du hast immer viel Spaß beim Zuschauen und hast das dann auch weiterhin. So, leichte Anpassung schon mal in Richtung Gravity Turn, dass der vorbereitet ist. Dann werden wir die Rakete gleich einfach selber arbeiten lassen. Das sollte sie nämlich auch nämlich ganz gut hinbekommen. So, im Normalfall relativ verlässliche Technologie. Wir haben das Ding schon 1000 Mal geflogen. Also wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, sollten wir es zumindest mal in den Orbit schaffen. Danach kommt der spannende Teil. Schaffen wir es auch bis zur Venus? Und dann gucken wir mal. Geh mal dichter an die Rakete ran. Deine Frau schläft noch. Du magst deine Frau nicht besonders, oder? Aber diesen Gefallen tue ich dir natürlich gerne. Auch wenn er mich jetzt wahrscheinlich kaum noch hört. Ja, laute Rakete. Laute Rakete, aber die hat ja auch ordentlich Bums dahinter mit 5 großen Triebwerken. Da geht schon ein bisschen was. Gut, wir sind unterwegs. Die Apoapsis baut sich langsam auf. Jo, Staging sieht soweit auch in Ordnung aus. Und wie gesagt, die Venera 2 wartet schon im Orbit und wir werden zum Startfenster in ungefähr 17 Tagen, also die Raketen werden rundherum starten. Die Venera 2 hat ihr Startfenster, glaube ich, in knapp 16, 19 Tagen, also kurz nach dem offiziellen Startfenster. Und sobald wir die Venera 3 im Orbit haben, werden wir sehen, was die für ein Startfenster zugewiesen bekommt. Da wird uns schon was einfallen. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir durch den Max Dynamic Pressure sauber durchkommen, ohne uns die Rakete zu zerlegen. So, ich gebe ihr schon mal ein bisschen mehr Drall noch mit, dass sie langsam mit der Nase runterkommt. Sieht aber alles in allem ganz gut aus. So, Booster noch 50 Sekunden, dann ist Booster Separation für die Rakete. Und ich denke mal, das wird so einer der letzten Flüge unserer Vostok-Variante sein. Ich denke mal, wir werden demnächst für die Raketen etwas modernere Triebwerke mal langsam an den Start bringen, denn wir haben jetzt mittlerweile auf den Proton-Boostern sehr viele Datenpunkte drauf. Das heißt, wir können anfangen, mit denen auch noch verstärkt zu arbeiten. So, und wir sind jetzt höhentechnisch weit genug, dass ich die Nase langsam mal runterzwingen kann, damit wir nicht ganz so viel unsere Delta-V an Gravitation abgeben. Wir haben eine Apoapsis von knapp über 90 Kilometern jetzt und ich denke mal, wir können jetzt doch deutlich flacher aus der Sache rausgehen. Ich gehe mal auf 30 Grad runter. Das sollte eigentlich passen. So, jetzt gibt es nämlich ordentlich Geschwindigkeit. 16 Sekunden noch Brennzeit für unsere Booster. Werden die Amis heute überholt? Das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und ich denke, das Satellitennetzwerk wird ein bisschen Tüftelei werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist nämlich eigentlich immer. So, und wir haben Booster Sap in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und wir haben Booster Sap. Jawohl, Booster sind sauber raus. Und wir sind weiter unterwegs. Apoapsis ist knapp über der Atmosphäre. Also wir sind jetzt unterwegs ins Weltall. Und dann können wir jetzt auch beginnen, das Fairing aufzumachen. Sehr schön. Hat auch soweit gut geklappt. Dann bereiten wir schon mal alles für den Orbitalbetrieb vor. Indem wir unsere Solarpaneele raustüdeln und die Antenne einschalten. Dann sind wir nämlich schon mal ganz gut vorbereitet. So, und jetzt machen wir den etwas längeren Burn auf unserem RD-108-Triebwerk, was hier in der Mitte tapfer seit langer, langer Zeit uns treue Dienste leistet und jetzt aber wahrscheinlich bald vor der Einmottung steht, zumindest in dieser Typenkategorie, denn ich habe ein Upgrade mittlerweile für dieses Triebwerk bekommen. Das muss ich demnächst mal mit etwas Forschungsdaten versehen und dann gucken wir mal. So, 1 Minute 40 zur Apoapsis, sieht gut aus.
Wo sind wir ungefähr? Alles klar. Wir haben auch eine gute Satellitenabdeckung durch unser nicht ganz gelungenes COMSAT-Netz, aber das hilft uns jetzt zumindest bei den Starts, bis wir ein ordentliches gebaut haben. Und das wird heute Abend sicherlich auch noch der Fall sein. Ob wir heute Abend noch Richtung Mond fliegen, um es auch mal mit einer Landung zu probieren, das kann ich euch noch nicht sagen. Wir haben halt noch ein paar Sachen in der Queue. Wie gesagt, wir müssen die Geschichte hinbekommen. In knapp 50 Tagen um und bei ist unsere COMSAT-Rakete fertig. Das möchte ich unbedingt erledigen, denn ich möchte jetzt zeitnah mal dazu kommen, dass wir unser Wissenschaftsgebäude ausbauen. Denn, falls ihr euch erinnert, ich habe auf der Mars-Mission ziemlich viele Wissenschaftspunkte gesammelt. Die würde ich total gerne investieren. Hab leider nur das Problem momentan, dass ich einfach die hochstufigen Wissenschaftssachen, also mit über 100 Punkten, noch nicht erforschen kann, weil meine R&D-Facility noch nicht geupgradet ist. Und der ganze Spaß kostet uns 800.000 Rubel leider. Und da haben die Genossen vom Zentralkomitee gesagt, da muss ich noch ein bisschen Kohle verdienen. Und der. Ja, der Vertrag mit dem Satellitennetzwerk ist tatsächlich sehr, sehr gut dotiert. Und da ihr euch fragt, was machen diese Köpfe da? Das ist tatsächlich ein Stream-Overlay für die Smileys, die ihr so benutzt. Wenn ihr es übertreibt, muss ich es leider ausschalten. So, man sollte zumindest das Spiel noch sehen können. Gut. Sehr schön. Wir haben noch 53 Sekunden, 52 Sekunden bis zur Apoapsis. Unser Triebwerk kommt langsam. Das wird, das wird. Das wird. Sehr schön. Also, das Schlimmste, was uns heute noch passieren könnte, wäre, glaube ich, ein Triebwerksausfall, wobei wir hier jetzt langsam an der Grenze sind, wo wir es für die Stufe zumindest verkraften können. Nächste Stufe wird nochmal spannend. Da sind relativ viele Delta-Vs drin. Die bringt uns eigentlich relativ verlässlich in den Orbit hoch. Ist auch nicht mehr ganz neu. Also ist auch ein gut erforschtes, abgehangenes Triebwerk, die nächste Stufe. Das ist hier das RD0210. Hat auch schon 8800 Datenpunkte drauf. Also da bin ich mal relativ entspannt, was das angeht. Ich weiß nicht, warum die RD108 so langsam nur Datenpunkte sammeln, aber es ist halt einfach so. Kann man jetzt nicht so viel gegen machen. So, und ich gimbal die Rakete mal ein bisschen hoch, um uns hier noch ein bisschen Zeit zu kaufen zur Apoapsis. Und wir haben mittlerweile eine Orbitgeschwindigkeit von 3200, 3300 Meter pro Sekunde erreicht. Wir haben hier 4800 Meter noch in der nächsten Stufe drin. Sieht alles ganz gut aus, dass wir das schaffen werden. Genau, also und hallo auch an den Devil to Get, an den Baha und so weiter. Wer noch alles dazugekommen ist, der Slash ist auch noch da. Und Red Vanaluke, vielen lieben Dank für dein Follow. Und wir sind kurz vor der Stage Sap. Also Main Engine Cutoff in jetzt. Und wir gehen auf die nächste Stage. Kurzes Lag und sauber durchgezündet. Sehr schön. Alles ist gut. Wir sind unterwegs mit Stufe 3. Die sollte uns jetzt normalerweise in den Orbit tragen, dass wir von da aus dann mit der Probe weiterarbeiten können. Aber wie gesagt, erster Schritt ist immer erstmal ein sauberer Orbit. Den gilt es jetzt zu erreichen. Von den Werten her sieht es gut aus. Wir haben knapp 600 Delta-V, 500 Delta-V Puffer drin. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich die Apoapsis nicht gleich verliere. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja, nochmal zur Zusammenfassung, weil Junior fragt, was wird heute ins All geschossen? Wir schießen hier gerade die dritte Venus-Mission in den Orbit. Die zweite wartet im Orbit. Wir werden am Startfenster in knapp 17 Tagen diese beiden Probes Richtung Venus rausschießen. Und wir haben eine Mars-Probe im Flyby. Und dann gibt es auf jeden Fall noch vier Satelliten für unser COM-Netzwerk. Die stehen auch noch an. Die werden wir heute noch machen. Und jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich hier mit dem Triebwerk unsere Rakete eingefangen bekomme, damit wir nicht zu sehr in Sinkflug gehen. Ich möchte nämlich einen schönen, sauberen Orbit haben. Und noch brauchen wir dafür etwas hochgepitchten Anflug. Ah, da kommt die Apoapsis jetzt aber langsam. So, ich ziehe sie lieber jetzt hoch und gehe dann ein bisschen flacher, als sie zu sehr zu verlieren, weil, wie gesagt, wir sind mit 188 Kilometern nicht so weit über der Atmosphäre und es gäbe nichts Blöderes, als wieder in die Atmosphäre zu tauchen.
Ja, Michael, es hat sich ein bisschen was getan. Also mittlerweile müssen wir im Normalfall zumindest keine Spin-Stabilisation mehr machen. Das klappt mittlerweile ganz gut über ACS-Düsen und ähnliche Spielchen. Aber ich will mich mal nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Es wird sicherlich früher oder später eine Rakete kommen, die ich versaut habe. So, da ist unser Apoapsis. Dann können wir jetzt ein bisschen flacher rausgehen. So, 013 und hält. Sehr schön. Dann können wir noch ein bisschen runterpitchen. Wir haben 5000 Meter pro Sekunde drauf, 3100 noch im Tank. Sieht gut aus. Also wir haben immer noch knappe 400 Puffer. Und wie lange braucht man zum Jupiter? Das kommt immer darauf an, wie man hinfliegt. Von bis. Aber wir reden wahrscheinlich über Jahre. Und zu Fuß gar nicht. Ist nämlich keine Brücke hingebaut worden. So. Okay, da ist die Apoapsis. Also jetzt auch mit dem 15 Grad Winkel haltbar. Dann können wir auf 10 Grad runter. So, wir haben mittlerweile 2,2 Thrust-Weight-Ratio, sind also gut unterwegs. Die letzten 2300 Delta-V dieser Stufe sind am Verbrennen. Sieht gut aus. Sieht insgesamt gut aus. Wenn wir mit der Stufe hier in Orbit kommen, ist alles ziemlich nominal. So ist es eigentlich auch gedacht und geplant, dass die Stufe uns in den Orbit trägt und wir von dort aus dann in Richtung Venus starten können mit der nächsten Stufe. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir den Orbit sauber hinbekommen. So, ich ziehe gerade die Apoapsis ein bisschen weit vor. Ich gehe jetzt flach und wir haben die letzten knapp 1000 Delta-V, die wir noch ausbrennen müssen, um in Orbit zu kommen. Also immer noch ungefähr 400 Delta-V Puffer. Alles wird gut, denke ich mal. Das sollte ab jetzt auf jeden Fall machbar sein. Ich gehe jetzt ganz flach auf den Horizont rauf, dass wir wirklich auf der Apoapsis rauskommen und beschleunigen jetzt noch ein letztes Mal über wahrscheinlich China hinweg. Und gleich haben wir unseren Orbit, um dort erstmal zu parken. Jawohl, so sieht's gut aus. 220 Kilometer zu 188 Kilometer. Wir hatten noch relativ exakt 400 Delta-V Puffer drin. Das ist in Ordnung. Und dann können wir uns jetzt hier von dieser Stufe verabschieden. Die braucht jetzt keiner mehr. Und tschüss. So. Sehr gut, dann sind wir auch hier in einem stabilen Erdorbit angekommen und können unsere Manöverplanung beginnen für den Anflug auf die Venus. Da fällt mir aber ein, ich müsste vielleicht die Venus mal als Ziel setzen. Noch ein bisschen weiter raus. Die Venus ist ein bisschen weiter weg von uns. So, da nehme ich ungefähr. So, und wir wollen eine Pork Chop Selection. Lowest Delta V ist nicht so bald. ASAP ist auch nicht so bald. So. Wir wollen irgendwo hier so wildern. Das sah eigentlich ganz gut aus. 3799. Ich glaube, viel besser wird's nicht. So, 3791 Delta-V in 32 Tagen Abflug. Speichern wir so ein. Und dann kommt das Ganze in die Alarmglocke rein, dass wir rechtzeitig da sind, um das Manöver durchzuführen. Zack. So, dann haben wir die Venera 2, die in 15 Tagen startet und die Venera 3, die in 32 Tagen startet. Zwei Missionen kurz hintereinander, beide mit dem gleichen Ziel. Gut, damit sind wir, glaube ich, vorbereitet und können uns erstmal ins Space Center zurücktrollen, um zu gucken, was es da so zu erledigen gibt. Die beiden Probes sind im Standby-Status, also die hängen jetzt im Parking-Orbit rum und werden nicht besonders viel Brot fressen, während sie da unterwegs sind.
Ja, und ich glaube, unsere andere Rakete wird vorher nicht fertig, wenn mich nicht alles täuscht. Deshalb können wir wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wo ist die Alarmglocke? Da. Und unsere Rakete braucht noch 50 Tage. Jawohl. Okay, dann können wir hier erstmal Warp to Complete gehen. Und Yazax, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kosmonauten und auch dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. So. Wir sind wieder startbereit. Das Transferfenster Erde-Venus können wir rausnehmen. Das hat sich erledigt für uns. Also das haben wir jetzt vorbereitet. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Vielen lieben Dank, Michael, für die Resubscription und für den dritten Monat in Folge. Es freut mich, der KSP-Streamer deines Vertrauens sein zu können. Und es ist natürlich auch schön, dass du die Rubel hier direkt in Baikonur lässt. Die haben das dringend nötig. Die haben nämlich ein Rennen zu gewinnen. Jawohl. So, ja, 13 Tage Venera, würde ich mal sagen. Mars 2 hat noch 128 Tage. Ja, geht sich wohl auf Venera aus. Ich mache mal den Zeitraffer rein, um euch so ein bisschen mit lustigen Lichteffekten an Baikonur zu schocken. 6 Tage noch. So, letzter Tag. Ich nehme den Zeitraffer mal langsam raus. Bisschen brauchen wir noch, aber bisschen Vorbereitungszeit für den Abflug will ich haben, damit wir die Probe einstellen können. So. 5 Stunden noch, 4 Stunden, 3 Stunden, 2 Stunden bis zum Startfenster für Venera 2. Also drückt mal die Daumen, wobei Venera 2 tatsächlich nicht so richtig kritisch ist, denn Venera 2 ist leider außerhalb des Vertrags entstanden, weil ich vergessen hatte, ihn anzunehmen. Das heißt, Venera 2 ist heute ausnahmsweise mal unser Versuchskaninchen. So, ich glaube, 20 Minuten ist okay. Den Rest können wir jetzt oben am Raumschiff machen. RSS sieht nach mehr Vorspulen als Spielen aus. Teilweise einfach, weil mit Realistic Progression Zero natürlich Bauzeiten eingeplant sind. Das heißt, Dinge, Raketen sind nicht einfach da. Es dauert Zeit, eine Rakete zu bauen, was ja auch völlig realistisch ist. Ach, jetzt können wir ja gleich mal ein bisschen aufräumen. Also Mars 2 Probe braucht keiner mehr. Das ist die Rakete. Venera 2 Probe ist auch die Rakete. Ich mache gerade mal den Orbit ein bisschen sauber, dass wir nicht ganz so viel Mist rumhängen haben. So, und wo wir schon mal dabei sind, der Sat Kerjakowski kann auch weg. Das ist schief gegangen. Und Komsat 1 Probe kann auch weg. Zack. Komsat 1. Ja. Gut, die löschen wir dann noch. Die sind auch unnötig geworden. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Venera 2 und fliegen unser Manöver in Richtung Venus, hoffe ich zumindest. Puh. Man kann dieses Modpack nur auf der 1.2.2 spielen. Also auf der 1.3 funktioniert es noch nicht. Auf der 1.2.2 funktioniert es. Ja, auf der Version spiele ich, glaube ich, auch zurzeit. So, mal einen kurzen Schluck Wasser zwischendurch. So, und wir können uns jetzt mal für unser Manöver vorbereiten. Wir wollen auf jeden Fall den Smart S am Start haben, dass er uns ein bisschen unterstützen kann. Wir wollen das SAS erstmal ausmachen. So, wir sind stromtechnisch stabil, das ist schon mal eine gute Sache. RSS, RCS an. Und dann können wir die Vögel hier auch mal. Enablen. So. Gut, damit sind unsere RCS-Triebwerke vorbereitet. Schub auf 0. Antrieb an.
So, damit sind wir für die Zündung vorbereitet. Und jetzt müssen wir auf die ganze Sache ein bisschen Stabilität draufbringen, indem wir das ganze Teil hier mal in Rotation versetzen. Das drückt nämlich durch die Rotationskraft dann unseren Treibstoff hinten an ans Triebwerk ran, womit wir dann eine gewisse Stabilität haben. So, vom Treibstoff meine ich. Und der da nicht so drin rumwabert. Jetzt haben wir noch 16 Minuten bis zur Zündung. Wir müssen ungefähr 3873 Delta V durchbrennen. Das werden so 3,5 Minuten sein. Das heißt, wir können jetzt zeitlich noch ein bisschen näher an unseren Zündzeitpunkt herangehen. Ich werde das bei ungefähr so 2,5 bis 3 Minuten zünden. Ich gehe ein bisschen vorher aus dem Time Warp, damit sich das Triebwerk wieder stabilisieren kann und ich ein Gefühl dafür kriege, wie lange unsere Rotation dauert. So, wir gehen jetzt wieder stabil, hoffe ich. Very risky, risky. Und wir sind very stable, können also jederzeit durchzünden. So, RCS-Düsen sind an zum Stabilisieren, um das Ding auf Kurs zu halten. Den Smart S lassen wir die Steuerung übernehmen, in der Hoffnung, dass er das sauber hinbekommt. Und wir sind bei 3,30. Jawohl, wir werden jetzt in der Rotation die Zündung nehmen. Ich warte jetzt, bis er nah dran ist. Auf den Node ausrichten. Auf den Node, komm. Geh auf den Node. Geh auf den Node. Komm, schön drauf. Jawohl, jawohl, wir sind immer noch very stable und feuerfrei. Wir haben Zündung für unseren Abflug in Richtung Venus. Oh, er beginnt ein bisschen zu tanzen. Komm, hol dich zurück. Jawohl, okay, er hat ihn. Er hat ihn. Oh, das sieht aber instabil aus. Oh, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas stimmt nicht. Okay, ich mache aus. Das stimmt irgendwie nicht so gut, wie es soll. Oh. Irgendwas ist im Ungleichgewicht an der Probe. Irgendwas ist im Ungleichgewicht. Das ist nicht gut. Das ist tatsächlich nicht gut. Mal gucken, ob ich die. Ah, da hatten wir gerade über Spin Stabilization gesprochen, ne? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. So. Irgendwas ist gar nicht in Ordnung. Gut. Ja gut, dann müssen wir es mit Spin probieren. Zumindest mal für die Zündung in Richtung Venus. So, wir sind hier sauber auf dem Manöver und jetzt kommt unser Drehmoment. Den werden wir jetzt mal draufgeben müssen. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Irgendwas stimmt an dieser Probe nicht. Ich hoffe, dass die Venera 3 nicht das gleiche Problem hat. Das sind halt baugleich, ne? Wir werden es sehen. So. Gut, also wir gehen jetzt erstmal in eine schnelle Rotation, um die Sonde stabil zu bekommen, damit diese Abweichung, die das Triebwerk hat, hoffentlich nicht so sehr ins Gewicht fällt. Hoffe ich. Wir werden es gleich sehen. Erstmal müssen wir sie in Rotation bekommen und zwar ein bisschen schneller noch. Das kostet uns jetzt natürlich wichtiges Hydrazin, das wichtig gewesen wäre für die Venus-Mission. So, ein bisschen schneller noch. Ärgerlich, ärgerlich. Aber gut, ist noch nicht verloren, das Ding. Noch können wir zünden. Wir sind auch nicht so weit übers Manöver rüber, dass das jetzt ein Weltuntergang wäre. Aber perfekt wird das mit Sicherheit nicht werden. Aber vielleicht wird es gut genug. Vielleicht wird es gut genug. Ja, vielen Dank für diese Information. So, reicht mir das von der Geschwindigkeit her? Ah, ich will noch ein bisschen mehr haben. Das Triebwerk hat Gimbal, aber es kann scheinbar nicht dagegen ankämpfen. Irgendwas ist so stark unwuchtig, aus irgendeinem Grund, dass es nicht mitspielen will. Gleich mal gucken, was los ist, ob die Rotation jetzt ausreicht. Und das war ziemlich starker Zug, komischerweise. Sollte eigentlich nicht, weil die Probe ist relativ ausgeglichen gebaut, vom Gewicht her. Sollte also eigentlich keine Probleme geben. So, ich gebe ihm noch ein bisschen mehr Spin. Einfach um sicher zu gehen. Je mehr Spin, umso weniger Abweichung. Gut, jetzt heißt es SRS aus.
Und wir nehmen mit RCS Schwung auf, um nochmal durchzünden zu können, um zu allegen, wie man so schön sagt. Stable und es geht los. So, ich guck mal, ob ich da irgendwas gegen tun kann. So, theoretisch müsste nämlich die Rotation, was auch immer sie zum Driften bringt, zumindest ein bisschen ausgleichen. Also das wird nicht super exakt, aber es sollte hoffentlich exakt genug werden, dass wir halbwegs auf dem Manöver bleiben. Ja, Doll ist anders. Das wird wahrscheinlich ein ziemlicher Blindflug. Mal gucken, ob ich das nachher noch korrigiert bekomme. Ich arbeite mit RCS ein bisschen zumindest gegen, um es nicht ganz so schlimm werden zu lassen. Aber boah, es ist fürchterlich. Ja, die kommt richtig hart in Rotation, die Probe. Ja, da stimmt irgendwas gar nicht. Irgendwas stimmt gar nicht. Okay. Oh, verdammt. Probieren wir mal, ob er sie auf die Node ausgerichtet bekommt. Ja, so lala. Okay, er macht das aber besser als ich, der Smart S. Mal gucken, wie nah sie dran halten kann. Eieieiei. Also das wird ein ziemlicher Eiertanz. Ja, die Probe ist definitiv zickig. Die ist definitiv zickig und wundert mich, weil es eigentlich ein bewährtes Konzept ist, aber da ist irgendwas stimmt nicht an der Probe. Jetzt verliert er sie auch komplett, glaube ich. Und das kostet mich natürlich auch Ignitions. Komm, versuch sie nochmal zu fangen. Ja, Gimbal ist aber free, also das Triebwerk kann gimbeln. Ich weiß nicht, warum man es nicht sieht, aber es kann eigentlich gimbeln. Das sieht nicht so gut aus. Ich baue mittlerweile sogar Delta V auf. Eieieiei. Eieiei. Das ist nicht gut. Das ist alles gar nicht gut. Mal gucken, ob ich ihn mit den Smart S nochmal aufs Manöver gezogen bekomme, um nochmal eine Zündung durchzuführen. Ich habe die Engine über das Activate Engine angeschaltet. Schwierig. Schwierig, schwierig. Die will, glaube ich, nicht. Die will nicht so, wie ich möchte. Okay, lass uns mal was anderes probieren. Ich probiere sie jetzt erstmal kurz zu stabilisieren. Also der Spin hat es ja leider auch nicht so gebracht. Ich gehe jetzt erstmal Counterspin, um ihn ein bisschen wieder zu stabil zu bekommen, weil sonst kann ich ihn überhaupt nicht steuern. Das wird sonst nichts. Puh. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Also ich kann sie gerne auch nochmal über Staging aktivieren. Wenn du meinst, das bringt was. Was jetzt gerade übrigens passiert ist. Also sie ist jetzt über Staging aktiv. Ah, jetzt gimbelt sie tatsächlich auch. Ah, das könnte natürlich der Fehler sein. Danke für den Hinweis. Das wusste ich nicht, dass er da das Gimbal nicht mitnimmt. Jetzt gimbelt sie. Das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein. So. Sehr schön. Also, danke Junior für den Tipp. Das müssen wir unbedingt bei der Venera 3 beachten, dass wir sie über das Staging anschalten. Und ich nehme an, jetzt kriege ich sie auch stabil geflogen. Hat mich zwei Ignitions gekostet, der Spaß. Das ist aber dann noch nicht komplett verloren. Wir haben noch Treibstoff und wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind zwar knapp drüber über das Manöver, aber eine gewisse Korrektur müssen wir sowieso machen. So. Okay, komm, bleib stabil.
Na komm jetzt, reiß dich langsam mal zusammen, hör auf zu drehen. So, theoretisch müsste jetzt das Gimbal nämlich greifen und dann sollte unsere Venera 2 auch in einem Stück Richtung. Na? Ja, gleich steht sie still. Gleich steht sie still. Okay, Rotation ist raus. Ja, komm, letzte bisschen. So, jetzt steht die Rotation. Okay. Wir gucken mal, dass wir sie auf den Node gepitcht bekommen. Lassen das den Smart-S machen. Mit ein bisschen Glück sollte auch gleich noch eine Zündung möglich werden. Very stable, jawohl. Und Feuer frei. So, nochmal durchgezündet. Ich hoffe jetzt, jawohl, das sieht schon ganz anders aus. Also, vielen lieben Dank. Das war tatsächlich das Problem. Wir haben auch noch genug Delta-V im Tank, um das Manöver zu Ende zu fliegen. Also gerade rechtzeitig noch die Lösung gefunden. Ja, so spannend kann das sein, wenn man mal wieder eine Venus-Probe startet. Mal wieder. Gut, für einen Orbit wird das wohl nicht mehr reichen. Da müssen wir bei Venera 3 ein bisschen sauberer arbeiten. Mal gucken. Mal gucken. Aber es soll ja auch erstmal nur ein Flyby werden. Zack. Also, die ist auch nicht gewertet normalerweise für den Vertrag. Genau, Launch a New Vessel, dafür kam sie zu spät. Deshalb wird die nicht funktionieren für den Vertrag. So. Aber sie sollte zumindest ausreichen, um den ersten Test-Flyby zu machen. Und mit der werde ich wahrscheinlich mal sowas wie eine Aerobrake probieren. Mal gucken. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie viel Korrekturmanöver wir uns eingebrockt haben durch das Rumgetanze. Das wird wahrscheinlich einiges sein. Aber lässt sich halt nicht immer vermeiden. So, irgendwelche Signs zu tun? Nicht wirklich. In den letzten paar Sekunden Richtung Venustransfer. Jawohl. Aktuelle Mission ist eine Venus-Flyby-Probe. Wobei das hier die Probevariante quasi ist, weil ich sie gestartet habe, bevor ich die Mission angenommen habe. Dort übrigens schön zu sehen, Madagaskar, vermute ich mal. So, an der richtigen Stelle ausmachen. Ah ja, geht so. Gut, das kann aus. Node kann aus. Zack. Und das ist tatsächlich Madagaskar gut geraten. Ha, mein Geografielehrer wäre stolz auf mich. So, wie sehr haben wir es versaut? Vermutlich ziemlich. Gucken wir mal. Schwuppdiwuppdiwupp. Ah ja. Ist ja alles gar nicht so schlimm. Ah ja, doch, ist ganz schön heftig schlimm. Okay, mal gucken, was wir da machen können. In ein paar Tagen wäre ein Korrekturmanöver mal ganz praktisch wahrscheinlich. So, das wird uns vermutlich. Jawohl, okay. Ah, das geht aber Delta-V-mäßig. Müssen wir noch gucken, dass wir es schmal und genau bekommen, dass wenn wir es schon zünden. Also wir werden es nicht ganz auf der. Wir werden es nicht ganz auf dem jetzigen Triebwerk abfeiern können, was aber auch okay ist. Oh, laden, laden, laden. So. Was aber auch okay ist, weil wir noch das Hydrazintriebwerk haben. So, wir kommen tatsächlich gar nicht so schlecht rein. Und ich nehme mir jetzt mal den Manöver-Node-Editor dazu. Zack. Also, der bringt uns näher ran. Okay. Näher ran. Ah, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das sieht doch so schlecht gar nicht aus. Und das Ganze für 290 Delta-V, das ist in Ordnung. Also, wir werden auf jeden Fall einen Venus-Vorbeiflug schaffen. Und wie gesagt, der ist sowieso außerhalb der Wertung, trifft es ganz gut. Aber es ist ein schöner Probeflug. So, und jetzt gucken wir gleich mal, wie hoch die Venus-Atmosphäre ist. Denn ich habe fest vor, mit der Probe Risiko zu gehen. Denn sie kann die Mission nicht erfüllen. So, 145 Kilometer Atmosphärenhöhe. Das heißt, ich würde jetzt mal versuchen. Nee, das nicht. Das ist ein bisschen too much.
115 ist wahrscheinlich auch schon too much, aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Science-Daten rausgezogen, bevor wir draufgehen. Wir können das nachher nochmal korrigieren. Ich würde versuchen, so ein Durchtauchen auf irgendwie 140 Kilometer Höhe oder sowas zu machen mit dieser Probe. Wird ziemlich gefährlich wahrscheinlich auf der Venus werden, da die Atmosphäre halt nicht wie auf dem Mars super dünn ist, sondern im Gegenteil ziemlich dick. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein mit der Tiefe unseres Tauchmanövers. Add Alarm, so. Und was wir jetzt schon mal machen können, ist auf jeden Fall diese Antenne aktivieren und auf die Erde ausrichten, damit wir, wenn die andere Antenne den Kontakt verliert, weiterhin Kontrolle bekommen. So. Puh. Schwierig. Oh, dieser Stream und Champions League gleichzeitig. Na gut, man muss manchmal Entscheidungen treffen, ne? Ich würde sagen, wir zeitraffern uns jetzt direkt mal mit der Probe an unser Manöver ran, weil es gibt bis dahin nicht so viel Spannendes zu tun. Wir haben noch zwei Ignitions und wir werden wahrscheinlich nur noch eine brauchen von unserem Triebwerk. Wird spannend. Und dann nochmal ein bisschen was auf dem Hydrazintriebwerk. Das ist aber gut, weil es relativ exakt zu handeln ist. Dann können wir da einen schönen sauberen Anflug machen. Das heißt, ich gehe jetzt in Zeitraffer und wir entfernen uns erstmal von unserer geliebten Erde ein Stück weit. So, da fliegt sie dahin. Wo ist sie denn eigentlich hin? Da. Da fliegt sie dahin. Und wir fliegen auch dahin. So, ihr seht, innerhalb von wenig Zeit, da war übrigens der Mond, hat sich unsere Verzögerung schon auf 2 Lichtsekunden hochgezogen. Das heißt, alles, was wir jetzt tun, hat schon 2 Sekunden Verzögerung, also sowas wie RCS einschalten und so weiter. Das heißt, wir müssen rechtzeitig gucken, dass wir da ein bisschen aufpassen. So, sehr schön. Aber wir sind auf jeden Fall, wir sind unterwegs zur Venus. Nicht besonders schick, aber wir sind unterwegs. Und zumindest wissen wir, was der Fehler war. Das heißt, wir können es bei der Venera 3 besser machen. Also war es nicht ganz falsch, es mit der hier erstmal zu testen. So. Ist geladen. Wir sollten jetzt wahrscheinlich in der Sonnenumlaufbahn sein. Und jetzt kommt gleich der spannende Punkt, wo wir aus dem Zeitraffer rauskommen. So, das machen wir am besten jetzt schon mal manuell. Gut. Wann wird der Warp-Antrieb freigeschaltet? Oh, Realism Overhaul. Der Teil mit Realismus ist wahrscheinlich das Problem. Gut, wir machen mal RCS an. Das dauert 3,5 Sekunden, bis der Befehl bei der Sonde ankommt. Aber er kommt an. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt können wir mal anfangen, unsere Stabilität in Richtung Manöver zu bringen. So. Das wird jetzt natürlich nicht so gut für unseren Antrieb sein. Der wird jetzt nämlich gleich instable gehen, aber ist nicht so wild. Wir haben hier nämlich noch die guten alten Allitzsch-Triebwerke, die wir einmal zünden können, um den Treibstoff nach hinten ranzudrücken. Das Steuern mit MechJab geht tatsächlich ohne Verzögerung und auch meine Steuerung ist ohne Verzögerung, weil das MechJab simuliert quasi einen Bordcomputer, der das übernimmt. Das wäre ja in echt auch so, weil die Probe wäre nicht steuerbar. Sonst, also das wird durch MechJab tatsächlich simuliert. So. Gut, wir sind bei 289,98 Delta V. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein paar Minuten Zeitraffer. Denk mal, wir gehen so auf ungefähr eine Minute ran. Ein bisschen noch. Und dann machen wir unsere Vorzündung. So, da ist das Manöver. Jetzt zünden wir unsere Allitzsch-Triebwerke. Dauert einen kurzen Moment. Und geben Schub. Jawohl. Okay, das hat soweit geklappt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Da habe ich selber auch nicht dran gedacht. Ich mache mal kurz RCS aus.
Ich spreng uns in Richtung des Manövers ab. Dann können wir gleich noch die kinetische Energie des Decouplers nutzen. Ah, 3,5 Sekunden, ne? Hat er eben noch gesagt, hat er selber nicht dran gedacht. Aha, aus. So, jetzt kurz mal durchschnaufen. Note, RCS wieder an. Jetzt müsste er uns gleich fangen, wenn wir da vorbei rotiert kommen. Na komm. Warum hast du das RCS nicht genommen? Okay, den muss jetzt gut timen. Irgendwie wollte er den gerade nicht. So, ich denke mal 3,5 Sekunden. Jetzt dürfte ein guter Zeitpunkt sein. Schauen wir mal. Ja, das sieht nicht schlecht aus. So, jetzt stabilisiert er uns hoffentlich wieder auf den Node. Jawohl. So, jetzt gucken wir uns mal auf der Karte an, was wir hier so verbrochen haben. Da sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht mal in der Nähe von der Venus. Okay, das heißt, wir zünden jetzt nochmal unser Triebwerk und gucken mal. Da ist er. Da kommt er. Guck mal. Da kommt er. So. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wir müssen den jetzt wahrscheinlich mal ausmachen. Ich mache das jetzt händisch, damit da nicht zu viel Friktion reinkommt. Weil das jetzt alles so ein bisschen drauf einzahlt, dass wir komische Sachen fliegen. So, das ist jetzt ein bisschen Getüftel mit händischen RCS-Schüben, aber wir wollen es ja ordentlich haben. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wenn man nicht alles, selber macht. Schwupp. Okay, wird jetzt nicht so wirklich ein Polarorbit, aber hey, irgendwas ist ja immer. Guck mal, was man rausholen kann. Und das war ein bisschen viel des Guten. Ich versuche so an die 145. Jawohl, 135 ist cool. So, jetzt um Himmels Willen das RCS aus. Ich würde sagen, das reicht uns für unser Vorhaben. So, RCS ist aus. Ab jetzt macht die Probe hier Automatikmodus und wird knapp 10 Kilometer tief, nicht ganz. Warum ändert sich daran immer noch was? Na gut, vielleicht müssen wir nochmal ganz leicht nachkorrigieren, wenn wir näher dran sind. So, Electric Charge ist nicht so richtig gut ausgerichtet. Na gut, irgendwas ist ja immer. So, was halte ich eigentlich von Elon Musk und seinen Kolonisationsplänen? Finde ich eine spannende Geschichte. Ich bin sehr, sehr gespannt, was SpaceX da so abliefern wird. Aber jetzt gucken wir erstmal, im November soll ja die Falcon Heavy das erste Mal starten. Ob das was wird, das wäre ja ein wichtiger Schritt in Richtung größere Lasten rausbringen. So, das haben wir erledigt. In 14 Tagen kommt die Venera 3 dran und wir haben gelernt, Triebwerk ordentlich zünden. Und ganz wichtiger Punkt, Yangsan, es sind keine Musk-One-Way-Tickets. Das Konzept, was er zumindest letztes Jahr vorgestellt hat, sieht schon vor, dass man mit einem Ticket immer auch das Anrecht kauft, ungefähr zweieinhalb Jahre später beim nächsten Transferfenster zurückfliegen zu können. Das sind keine One-Way-Tickets. Das ist ein anderes Konzept gewesen. Das war die Mars One und um Mars One ist es mittlerweile sehr, sehr still geworden. Da glaube ich nicht, dass da noch so besonders viel kommen wird. Gut, wir spulen weiter vor in Richtung Venera 3. Also das gleiche Spiel nochmal, nur jetzt ein bisschen professioneller, weil wir ja gelernt haben, was wir alles falsch machen können. Das heißt, wir starten die zweite Probe in Richtung Venus und die zählt. Die darf nicht schief gehen. Weil die soll unseren Vertrag erfüllen und die werde ich auch nicht wie ein Bescheuerter durch die Atmosphäre jagen, außer es ist super erfolgreich. Dann jage ich sie auch noch durch die Atmosphäre. Einfach aus Prinzip. So. 4 Tage noch.
So, 2 Tage und ein bisschen. Leichtes Leck. Letzten Stunden laufen. Ja, das wird spannend jetzt. Das wird spannend. So, wenn wir das sauber hinbekommen, kann das echt die Bonus-Stage werden. Ich habe nämlich Scansatz auf den Venus-Satelliten mit drauf. Also beide haben potenziell das, die Möglichkeit, potenziell zumindest, eine Radarkarte der Venus zu erstellen. Das wäre tatsächlich relativ schick. Genau, hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel, Wochenende vorbei. So, auf geht's zur Venera 3. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt ein bisschen saurer hinbekommen. Ich weiß ja auf jeden Fall, was ich falsch gemacht habe. Von daher kann ich es diesmal ordentlich machen. Schauen wir mal, ob ich das auch hinbekomme. Wollen und umsetzen sind ja immer zwei unterschiedliche Sachen. Aber mit Gimbeln des Triebwerks müsste es eigentlich ein No-Brainer sein. Da muss das Ding eigentlich ziemlich schnurgerade geradeaus fliegen. Denn die Probe an sich ist ja sauber. Die ist schon zum Mars geflogen und alles mögliche andere. So. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Wir wollen RCS anmachen. Zack. 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 Wir wollen unseren SmartS vorbereiten. Jawohl. So, die Alarmglocke zählt auch langsam runter. RCS an. Und wir fangen schon mal an zu rotieren. Wie gesagt, was ich bei meinen Raketen halt benutze, ist hydrazingetriebene Booster. Kombiniert mit einem Hydrazintank und einem Hydrazintriebwerk, weil es einfach Sinn macht, vor allen Dingen, weil es kein Treibstoff ist, der sich so schnell verflüchtigt. Denn die Kryogentreibstoffe haben das Problem, dass sie mit der Zeit sich schlicht und ergreifend verflüchtigen, im Sinne von verdampfen. Und dann fehlt einem natürlich da ein bisschen Schub. So, und wir haben das Problem aber zum Glück jetzt mit Hydrazin nicht und können auch von einem Treibstoff mit allem zehren. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das jetzt vernünftig hinbekommen und eine ordentliche Zündung schaffen. Und diesmal das Manöver wirklich auf den Punkt fliegen, damit wir diese unsägliche Venus-Mission abgeschlossen bekommen, weil diese Mission sollte auf jeden Fall zählen. Jawohl, die ist als New Vessel gewertet. Und wir müssen in 20.000 Kilometer Reichweite vorbeifliegen und Science-Daten from Space near Venus übertragen, damit wir die 120.000 sind es, glaube ich, bekommen. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das klappt, weil wir haben es ja selbst mit der verunglückten Probe jetzt noch geschafft, einen relativ tiefen Flyer zu bekommen. Mein eigentliches Ziel wäre es aber, wenn das hinhaut, mit den Delta-V, die wir haben, tatsächlich zu versuchen, uns in den Orbit einzubremsen. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich Zucker, wenn das klappen würde. So, und jetzt bin ich über die Rotation, die ich eigentlich hätte nehmen wollen, irgendwie gefühlt auch schon drüber. Ist aber egal. Zack. So. RCS erstmal aus. Schub auf voll. So, und dann müsste eigentlich mein Staging meine Probleme lösen. Seid ihr auch so gespannt wie ich, ob es diesmal klappt? Also ich mache diesmal das Triebwerk über Staging an. Es ist jetzt quasi schon voreingestellt auf Vollgas. Treibstoff ist very stable, das heißt, wir können jederzeit zünden normalerweise. Und die Burntime sollte bei ungefähr 3 Minuten liegen. Ja, wahrscheinlich eher 3,20. Das entwickelt sich nach hinten raus. Ja, schauen wir mal. Freedom, was du verpasst hast, das weiß ich nicht. Wo warst du denn? Wann warst du denn das letzte Mal da? So. Node eingeloggt. Wir bereiten uns auf Staging vor. 2 Minuten 30 bis zum Manöver. Das sieht relativ gut aus. Also wir kommen jetzt schön sauber rein. So. Und jetzt einmal
Bitte, bitte, bitte alles ordentlich tun. Zündung in 3, 2, 1 und los. So, Triebwerk ist gezündet. Gimbelt sich sauber ein. Sehr schön. Wir sind sauber unterwegs in Richtung Venus mit der Venera 3. Sehr gut. Gut, dass wir den Testflug hatten. Gut, dass wir den Testflug hatten. Das ist jetzt der Zweitflug zu Venus, Freedom. Was du verpasst hast, ist, wir haben den Mars-Satelliten im Anflug auf 30 Kilometer runtergepitcht. Der wird in... Wo ist mein Alarmglock? In 98 Tagen die Sphere of Influence des Mars erreichen und dann sehr tief durch die Atmosphäre tauchen. Mal gucken, was passiert. Und dann haben wir die Venera 2 losgeschossen. Da hatten wir leichte technische Probleme. Die ist aber auch im Anflug auf die hohe Atmosphäre der Venus. Und das ist jetzt die Mission, die tatsächlich dieses hier erledigen soll. Weil ich hatte vergessen, für die Venera 2 den Vertrag anzunehmen. Das heißt, wir gehen in einen Flyby innerhalb von 20.000 Kilometern, werden ein bisschen Science-Daten abliefern und dafür dann, ich glaube, 120.000 Rubel kassieren. Hoffe ich zumindest. In so ungefähr, naja, ist noch ein bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin, ne? So, jetzt lassen wir die Kiste aber erstmal brennen und hoffen, dass das Triebwerk mitspielt. So, und ich nutze die Zeit mal für einen Schluck Wasser. Wir haben noch eine Burntime von ungefähr 3 Minuten und ein bisschen. Das ist nicht die Wahrheit, denn da hinten raus entwickeln wir mehr Schub. Und das Schöne ist, dadurch, dass das Triebwerk jetzt mitgimmelt, kann ich mir die Nummer sparen, um RCS-Fuel auszugeben. Denn wir erinnern uns, RCS-Fuel ist gleichzeitig auch Hydrazin für unser kleines Triebwerk, mit dem wir potenziell in den Orbit einschwenken können. So, und da wir potenziell sehr gerne in einen Orbit einschwenken möchten, warum keine Kerbals im Overlay? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil dieses lustige Overlay es nicht kann. Vermute ich zumindest mal. Deshalb gehe ich davon aus, dass die nicht vorbeigeregnet bekommen. Ne? Ihr meint ja das, wo die Smileys so vorbeifliegen. Ich vermute einfach, dass der die kanalspezifischen Smileys nicht benutzen kann. Ist aber nur eine Vermutung. So. Gut, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Das heißt, wir werden in der Rakete ca. 2000 Delta V Puffer übrig behalten. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel wir brauchen werden, um und bei. Wir werden brauchen, um in einen Orbit einzuschwenken. Also ein Low Orbit braucht ungefähr 2940. Das heißt, einen wirklichen Low Orbit werden wir nicht machen können. Aber vielleicht reicht es für einen elliptischen Orbit. Also ich werde so ein Flyby irgendwie auf, keine Ahnung, 400 Kilometer Höhe mal probieren und dann versuchen uns einzufangen. Mal gucken, ob es ausreicht. Mal gucken, ob es ausreicht. So, jetzt aber erstmal volle Konzentration. Auf dieses Manöver. Letzten 1000 Delta V, das wird ein bisschen kritisch, ihn an der richtigen Stelle zu stoppen. Damit er sich nicht irgendwie wieder irgendwohin wegdreht wie ein Kaputter. So, wir verlassen jetzt auf jeden Fall schon mal die Erdumlaufbahn. An den goldenen Punkt der Abschaltung in wenigen Sekunden. Aus. Okay. 4 drüber. Das wird wahrscheinlich nicht exakt für einen Venus-Flyby erreichen. Wird auch wieder ein Korrekturmanöver brauchen, aber ich nehme mal an, nur sehr kleines. Aha, wir haben sogar einen Flyby erreicht. Sehr schön. Okay, wie gut sind wir denn vorbeigekommen? 134 Kilometer. Das heißt, wir sind noch nicht... Also 134.000 Kilometer. Das heißt, wir sind noch nicht auf einer Höhe, wo wir das Manöver... doch, 20.000, 134.000, 20.000, nein, sind wir noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen nachkorrigieren. Da werden wir uns aber jetzt einen kleinen Spaß erlauben. Oh, jetzt komme ich nicht auf die... auf die Manöverplanung, ne? Äh.
Wo machen wir das am besten? Wahrscheinlich irgendwo, wo wir ein bisschen mehr Abstand haben. Ah, da ist es ja. Okay. Alles gut, ich habe nur die Farben gerade verwechselt. So, 4 Tage. So, ich denke mal, mit einigen wenigen Delta V werden wir hier relativ viel erreichen können. Und ich vermute mal, oder ich würde es dann wahrscheinlich über RCS-Triebwerkskorrekturen machen. So, das machen wir wieder über den Manöver-Node-Editor und wir fangen mal mit 01 an. So, mal gucken, was der zu sagen hat. Okay, wenn dann in die Richtung. Das sieht gut aus. Guck mal, wir sind jetzt bei 2 Delta V. Das können wir ausmachen. So ist es auf jeden Fall schon mal ein polarer Überflug. Das passt mir persönlich ganz gut in den Kram. Jetzt gehen wir aber wieder höher. So. Ne. Und so kommen wir runter. Da brauchen wir aber ein bisschen mehr Schub. Jawohl, das sieht doch gut aus. So, wir sind auf jeden Fall in Wertungsdistanz, um es mal so zu formulieren. Und ich würde jetzt gucken, dass wir so auf 500 Kilometer oder sowas rübergehen. Ja. Um und bei. So, weil ich hoffe mal, dass das eine Höhe ist, aus der wir den Scansat ansetzen können und dass das eine Höhe ist, wo wir noch dann genug Delta V übrig haben. 2000 und ein bisschen. Damit wir die ganze Geschichte einbremsen können. So, das Ganze dann auch wieder einmal in die Alarmglock rein, sicherheitshalber. Aber wir sind immer noch das nächstbeste, was passiert. Das heißt, auch wir können wieder den Zeitraffer anschmeißen. Aber um nicht ist Cookie gleich zu tun mit seiner Mars-Sonde, mache ich vorher mal noch die Antenne an. Der hat nämlich eine Mars-Mission versaut, mit Antenne vergessen auszurichten. Das war nicht so gut, da hat er sich auch ein bisschen geärgert, um es mal nett zu formulieren. So, und jetzt rotieren wir uns mal in Richtung. Huch, nicht durchdrehen bitte, Sonne. Nicht durchdrehen. In Richtung Manöver. Und wie gesagt, das Manöver werde ich auf jeden Fall mit RCS-Triebwerken machen. Einfach um sicher zu gehen, dass das exakt genug wird, weil wenn ich jetzt das große Triebwerk nochmal durchzünde, da ist so viel Schub jetzt drauf, dass ich gar nicht so schnell ausmachen kann. Das wird zu unexakt. So, aber das sieht gut aus, dass Venera 3 auf jeden Fall ihren Auftrag erledigen wird. Wenn ich es jetzt nicht noch irgendwie verkacke. Was? Körbel-Kebab? Ich weiß nicht, über was ihr da gerade redet, aber ich mag die Richtung nicht. Körbel-Kebab. Die armen Körbels. Können auch nichts dafür. So, das sieht doch gut aus, Mensch. 1 Stunde 12 in den Stream und wir haben beide Venus-Sonden fast im Zielanflug. Und dann können wir uns wahrscheinlich die nächste Stunde damit beschäftigen. Na, warum Zeitraffer hat er denn so langsam jetzt? Damit beschäftigen, das COM-Netzwerk zu bauen. Und ihr seht jetzt hier, wie das Liquid Oxygen langsam verdampft. Ach so, das war wahrscheinlich der Zeitraffer runter auf 50, als ich die Sphere of Influence verlassen habe. So,
Letzte Minute. Gut, ich mache mal mein RCS an. Das dauert jetzt wieder 5,1 Sekunden. Ich hoffe, der hat den Befehl auch entgegengenommen. Hat er? Okay, sehr schön. Gut, dann bremsen wir uns mal Richtung Manöver ein. Und selbst das hat jetzt schon Einfluss auf mein Manöver. Deshalb auf jeden Fall gucken, dass das nicht zu viel wird. Gut. Ah, shit, das kann ich nicht machen. Nee, das muss ich gleich wieder ausmachen. Das wird nicht funktionieren. SRS an, SRS wieder aus. So, richten wir uns mal aus auf den Node. Gut, da hinten ist noch Pale Blue Dot, ein bisschen die Erde zu sehen. Und ich werde jetzt mal mit maximaler Langsamkeit unseren Antrieb mitschleppen in Richtung unseres Manövers. So, und das sollte jetzt hoffentlich auf der Map, na, wo ist sie? Da. Genau. Dafür sorgen, dass wir unser Manöver langsam aber sicher runterziehen auf die gewünschte Höhe von hoffentlich 500 Kilometern. Wie gesagt, den ganz letzten Rest werde ich auch ohne das Smart S machen. Das kostet uns jetzt ein paar Delta V auf der Oberstufe, auch ein paar mehr, als wenn ich es mit dem Haupttriebwerk fliegen würde. Aber der Punkt ist halt einfach, es ist so viel exakter, dass es das meiner Meinung nach wert ist. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ray Whiskey, vielen lieben Dank für dein Abo. Viel Spaß beim Zugucken weiterhin und freut mich, dass es dir so sehr gefallen hat, dass du ein Abo dagelassen hast. So, wir kommen der Sache näher. Noch 9,5 Delta V. Mühsam ernährt sich das Körbeleichhörnchen. Ganz langsam ran. Ganz, ganz langsam. Aber wir sind jetzt gleich auf jeden Fall schon mal bei 20.000 angekommen. Dann haben wir zumindest unseren Vertrag schon mal erfüllt. Danach ist eigentlich alles andere Bonus-Stage. Ob das dann noch klappt mit dem Orbit oder nicht, interessiert mich eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Das wäre wirklich schön und ich würde mich sehr freuen, weil, wie gesagt, der Mars war natürlich auch spektakulär, was wir da an Wissenschaftspunkten abgrasen konnten. Aber am Ende des Tages war das nicht die Primärmission. Die Primärmission ist, diese Mission mit dem Venus-Flyby zu erledigen, damit wir weiterkommen mit den Aufträgen, die wir so haben. Und um das Geld natürlich einzukassieren, damit wir ordentlich weitermachen können. So, jetzt sind wir unter dem Bereich, wo unsere Mission erledigt wäre, auf jeden Fall mit einem Flyby. Das heißt, hier kommen wir sauber raus. So, und jetzt heißt es gleich, letzte Korrekturen machen. Jetzt wird wahrscheinlich gleich das Manöver anfangen zu wandern. Dann muss ich einmal den Smart S abschalten, weil der es mir sonst versauen wird. So. 495 und check. RCS aus. Wir sind unterwegs. Venera 3 kann eigentlich nur noch durch Verlust von Funkkontakt oder irgendwelchen anderen technischen Defekten seine Mission nicht erfüllen. Hat geklappt. Hat alles geklappt. So. Sehr schön. Na, das ist doch mal eine gute Bilanz bisher. Das heißt, unsere zweite Probe ist auch... ein Probenode kann man mal gucken. Stimmt, wir können schon zumindest schon mal gucken, wie viel Delta V es denn theoretisch bräuchte, um einen stark elliptischen Orbit zu erreichen von hier aus. Ich nehme aber an, dass wir mit unseren 2000 safe sind. Also das, die ersten 1000 werden unser Triebwerk sein. Einiges, ne? Geht einiges rein in dieses Bremsmanöver. Alter Verwalter. Ja, das ist gar nicht so safe. Also ja, stark elliptisch, aber wirklich stark elliptisch. Mal gucken, wie weit man dann runter käme.
mit 2044 ungefähr. Also mit kleineren Korrekturen. Oh ja, also wirklich ziemlich heftig elliptisch, aber vielleicht reicht es ja aus, um den Scanner anzuwerfen. Das müssen wir dann mal probieren. Wir nehmen den Vertrag dann einfach mal an. Wenn es nicht klappt, können wir den ja immer noch ablehnen. Aber das so ungefähr wird es aussehen nachher. Stark elliptischer Orbit mit 500 Kilometer auf der einen Seite und knapp 62.000 Kilometer auf der anderen Seite. Also das wird auch eine lange Umlaufzeit werden. Also zum Scannen wahrscheinlich nicht so besonders dolle. So, ich speichere den auch gleich mal ein. Haben es besser als brauchen. Da wissen wir, wann die da ist. Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir kurz zu Venera 2 noch rübergesprungen kommen. Dip, dip, dip. Ja, welche ist welche? Das hier ist Venera 2. Okay, von der müssen wir nämlich auch noch den Sphere of Influence Change einspeichern. Und dann geht's rüber zum COM-Netzwerk, würde ich sagen. Ja, dann geht's rüber zum COM-Netzwerk. Das wird unsere nächste Aufgabe. Ich denke mal, da werden wir jetzt auch dann ein bisschen Zeit investieren müssen. Aber das ist halt das Geld auf jeden Fall wert. Und das ist auch relativ spannend, so ein COM-Netzwerk zu bauen. Und jetzt ist es auch relativ unkritisch. So, Add Sphere of Influence Change in 171 Tagen. Das heißt, unsere Venera 3 wird die Venera 2 tatsächlich überholen um einen Tag. Besserer Anflugwinkel. So, Space Center. So, und ich werde mich jetzt mal ganz kurz meines Pullovers entledigen, denn mittlerweile ist der Raum doch durch den Rechner und RSS-Mods etwas wärmer geworden. Ich steige mal kurz auf T-Shirt um. Einen kurzen Moment. So, sonst schmelze ich hier nämlich während dem Stream noch weg. Ja, genau. 1A Strip Show. Hier kriegt ihr für euer Geld richtig was geboten. Richtig was geboten. So, jetzt aber zurück zum Kommunist-Sat, der natürlich das Wort Kommsat versteckt in dem Begriff Kommunist drin hat. Oh, das sind gar nicht seine Ohren. Nein, sind sie nicht. Ich weiß, es schockt euch, aber ich bin nicht Mickey Maus. Ah, 136 Tage noch bis Second Gen Capsules. So, ja, 13 Tage. In denen fällt mir jetzt eigentlich auch nichts Schlaueres ein, was wir noch tun könnten. Fällt mir was Schlaueres ein? Nicht wirklich. Mars-Startfenster ist noch ein bisschen hin. Da können wir jetzt auch nichts tun. Wir könnten natürlich mal gucken, ob wir irgendeine Zwischenmission dann machen nach dem Wie viel Zeit hat man da eigentlich für? 365 Tage ist ganz schön knapp, ne? Das muss ich mir noch überlegen. First Eva hat man auch so wenig Zeit. Ha. Na gut. Crude Lunar Flyby ist natürlich auch spannend, aber so weit sind wir noch nicht. Da habe ich noch keine Rakete für. Können wir vielleicht später mal basteln, mal gucken, was möglich ist. Jetzt machen wir erstmal den Kommunist-Sat fertig und bringen den in Richtung Erdorbit, um unser Kommunikationsnetzwerk fertig zu bauen. Dann kann ich endlich mal diese Gebäude updaten und mir coole Wissenschaftssachen reinziehen. So, irgendwas ist hier passiert. Achso, ja, fertig gebaut, sinnigerweise. So, und jetzt lösche ich mal das alte COM-Netzwerk, um die nachher nicht zu verwechseln. Das ist nämlich ziemlich in die Hose gegangen. Genau, ich habe eine riesen Rechenstation in meinem Büro stehen, deshalb wird es hier so warm. Nein, nein, nein. So. Gut. Kommunist-Sat. Ne, den habe ich um den Mond, glaube ich, geschickt. Der kann da ruhig auch bleiben. Ja, der ist okay. Der kann aber auch mal sein Manöver löschen. Kann man das irgendwie von hier aus machen? Ne, ne? Ne. Okay, Kommsat 1. Kann weg. Hilft ja alles nichts.
Kommsa 3 kann auch weg. Und Kommsat 4 kann auch weg. So, Terminate, Terminate, Terminate. Die Probe kann auch weg. Die Probe kann auch weg. Probes sind immer hier die Überbleibsel von den Stages. Solange da irgendwie ein Avionics mit dran ist, dann ist mein Orbit schon mal nicht ganz so zugespammt. So. Jetzt sieht es doch wieder ein bisschen übersichtlicher aus. Und jetzt rollen wir den neuen Anlauf des Kommunist-Kommunikationsnetzwerkes raus, weil Cookie ja groß getönt hat, dass er uns hier den großen Schock verpasst hat mit seinem eigenen Com-Netzwerk. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht auch schaffen würden. Und zwar eher als er. Hahaha. So, 3 Tage, 11 Stunden, um das aufs Launchpad rauszubringen, ist halt ein bisschen was größer. Die ganze Geschichte. Sind halt echt viele Satelliten drin. So, hoffen wir mal, dass das funktioniert und ich da nicht irgendwas falsch gemacht habe. Aber ich bin mal ganz zuversichtlich. Wird schon irgendwie hinhauen. So, und natürlich zoomen wir dann jetzt noch ein bisschen nach vorne bis zum Sonnenaufgang. Also einen Nachtstart tue ich euch nicht an und auch den Anwohner nicht. Haha, Anwohner von Baikonur. Okay, den Witz habe ich gerne gemacht. So, und wir haben noch 120 Tage, bis Second Gen Capsules fertig ist. Aber wir machen jetzt erstmal Sonnenaufgang als nächstes Achievement. Da müsste eigentlich jeden Moment die Sonne hochgeplöppt kommen. Ne? Ah, da ist sie. Ein neuer Tag über Baikonur geht die Sonne auf. Und was heißt neuer Tag? Neuer Tag heißt für uns natürlich auch neue Rakete. Wir starten die zweite Variante vom Kommunist-Sat. Und tun unser Bestes, um ein hochfunktionales Kommunikationsnetzwerk zu bauen, das, ich glaube, 60% der Erdoberfläche abdecken muss. Irgendwie so. Irgendwie sowas. Mal gucken, ob das klappt. Ja, hier sitzen überall kleine Kürbels rum mit so Palmwedeln, wie die Minions. Und müssen sich die ganze Zeit ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie mir frische Luft zuwähneln. Denn so wie die Minions sich den größten Bösewicht aussuchen, suchen sich die Kerbals immer den größten Raketeningenieur aus. Und dienen ihm. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ich sollte vielleicht nicht so viel trinken, während ich streame. Da kommt nur Blödsinn bei raus. Ach so, ja, und vielleicht nochmal für alle, die zugucken und diesem Kanal noch nicht followen. Da oben ist ein Follower-Ziel. Solange das nicht erfüllt ist, werde ich natürlich einen Scheißdreck tun und zum Mond fliegen. Also, wenn ihr sehen wollt, dass ich auf dem Mond lande, lasst gefälligst ein Follow hier. Sonst geht's da gar nicht hin. So einfach ist das. Ja, vorher passiert hier gar nichts. Deshalb auch der Ladescreen. Das ist eigentlich künstlich verlangsamt nur, weil das Follower-Goal noch nicht voll ist. Nein, ich versuche nur Zeit zu überbrücken. Für 420% mehr Propaganda. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ist das eigentlich der Propagandasat? Oder ist es das Satellitennetzwerk für Propaganda-TV, der einzige Fernsehsender, den wir bei uns zugelassen haben? So, ist das eigentlich schon so eine neue Stufe? Nee, das ist auch noch der alte Schlunz, ne? Ja, alter Schlunz. Na gut, ich flieg doch nochmal mit der alten. Wir ignorieren einfach mal, dass das sowas macht, ne? Wir fliegen jetzt lieber mal los, denn da passieren irgendwie komische Sachen. So, und wieder neue Fake-Follower anlegen. Ja, alles gut. Ihr müsst ja nicht. Ich flieg trotzdem los, ich bin mal nicht so. Gut, also, auf geht's zum Kommunikationsnetzwerk. Hoffentlich ohne, dass meine komische Launch-Clamp da explodiert. Und los geht's. Einmal Krach an. Jawohl. Und los geht's. Okay, sieht gut aus. Wir sind sauber weg vom Launchpad. Trustpad Ratio sieht auch gut aus. Nicht ganz 1,5. Das ist in Ordnung. Gut, dann bringen wir das Baby mal in den Orbit.
Und zwar werden wir einen etwas höheren Orbit heute mal ansteuern. Denn die Satelliten haben als Anforderung einen etwas höheren Orbit. Und ich werde ihn noch ein bisschen höher ziehen, denn je höher ich den Orbit ziehe, umso einfacher wird es für mich, die Satelliten auszusetzen und umso mehr Fläche kann ich mit dem Satelliten abdecken. Denn sinnigerweise ist natürlich ein Satellit in einer höheren Umlaufbahn, kann zum einen einen höheren Abstand zu einem anderen Satelliten haben und deckt eine größere Fläche auf der Erdoberfläche ab, die er mit Kommunikation, in unserem Falle Propagandafernsehen, bedecken kann. Genau, wir haben da auch so ein paar Videokassetten mitgenommen, wo wir direkt ein paar Propagandafilme für Testaufnahmen oder Testabspiegeln dabei haben. Die werden dann auch direkt gesendet. So, also, wir haben das hier alles zu erfüllen. To be done. Alles noch zu tun. Weil wir jetzt nochmal von vorne anfangen, da sich das alte Netzwerk so verschoben hatte, dass da nichts mehr zu retten war. Also ich will es in einem Launch machen und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen. Gut, erstmal alles Dienst nach Vorschrift. Das heißt, wir schieben jetzt die Rakete ganz gemütlich in Orbit hoch, in der Vermutung, dass da nichts dran kaputt geht. Dann werden wir den Orbit nicht ganz zirkularisieren, sondern das überlassen wir nachher den Satelliten. Und werden dann die Satelliten einen nach dem anderen aussetzen, sobald sie ein bisschen Abstand zueinander gewonnen haben, um den zirkularen Orbit einzufliegen. Und der Versuch dahinter ist dann quasi so eine Kette aus 4 Komsats zu schaffen, die letzten Endes ungefähr um und bei 60% des Planeten bestreichen werden. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. Wir werden sehen. Gut, bis hierhin erstmal alles völlig okay. Fliegt so vor sich hin. Nichts Spektakuläres, nichts besonders Spannendes. Wir gehen jetzt durch leichte Schalleffekte oder Atmosphäreneffekte durch. Und sind mittlerweile so, naja, knapp unter Mach 2 unterwegs. Bei einer Höhe von knapp 15 Kilometern. Apoapsis geht auf die 30 zu. Gravity Turn hat sich sehr, sehr gut von alleine erledigt. Das hat auch sehr gut geklappt. Sehr schön. Läuft eigentlich fast zu ideal. Ich bin mal gespannt, wie die Mission noch so weitergeht. Fast zu einfach. Aber nur fast. Ich bin völlig d'accord damit, wenn das klappt. Also ist okay für mich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Direct Connection to Komsat 1 vom Komsat 4 aus. Kann ich die wirklich unspannend anlehnen? Muss sie echt hochgehen, ne? Mal gucken, wie das so funktioniert. Auf jeden Fall ganz schön höher aufbauen, um das hinzubekommen. Mal sehen. So. Apoapsis ist bei 104. Wir sind ein bisschen flach rausgekommen am Anfang, muss ich sagen. 10 Sekunden noch, aber ja, dürfte noch. Wir bleiben jetzt einfach auf dem Winkel und blenden dann das RD-108 noch weiter. Das sieht okay aus. So, Stage Step für unsere Booster steht an in 4 Sekunden. 3 Sekunden. 2 Sekunden. 1 Sekunde. Und Booster Separation. Oder Lag.
könnt ihr euch aussuchen. Und jetzt Booster Separation. Sehr schön. Booster sind hinfort. Rakete ist weiter unterwegs. Wir haben 2 Minuten 16 bis zur Apoapsis. Wir werden jetzt gleich noch auf ungefähr 30 Grad gehen. Und wo geht's diesmal hin? Diesmal geht's einfach nur in den Erdorbit. Wir werden ein Kommunikationssatellitennetzwerk aussetzen. Nicht, weil wir es brauchen, sondern weil wir das Geld haben wollen. Da muss man auch mal ehrlich sein. Ne? Die Kommunistische Partei hat gesagt, setzt mal Satelliten aus, damit wir Propagandafernsehen machen können. Dafür kriegt ihr ganz viele Rubel. Ich habe gesagt, ich brauche ganz viele Rubel und damit waren wir uns eigentlich auch schon handelseinig. Relativ einfache Geschichte. Ja, dementsprechend geht es jetzt in einen relativ hohen Erdorbit. Ich weiß noch gar nicht, was ich so genau anpeile. Ich würde tatsächlich fast gucken. Oh, ich guck mal, was. Na, einen geostationären werden wir nicht hinbekommen, glaube ich. Geostationärer Erdorbit. So. Was hat denn Tante Wikipedia dazu zu sagen? Satellitenbahn, bla. Na gut, also zum einen müsste ich für einen Geostationären natürlich auch irgendwie auf einen Äquatorialorbit einschwenken. Das werde ich schon mal sowieso nicht tun. Aber jetzt interessiert mich mal, wie hoch der ganze Spaß wäre. So, das Ding fliegt auch ohne mich ganz gut. Bla 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 bla. So. Also 35.000 Kilometer. Ich glaube, so hoch werden wir nicht gehen. Gut, ich mache mal das Fairing auf. Wir haben mittlerweile Höhe. Ui. Was für eine wunderschöne Satellitenfabrik ich doch hier gebaut habe. Ich mache mal unsere ganzen Antennen an. Damit es auf jeden Fall nicht daran scheitert, dass wir... Oh Gott, sind die lang. Damit es nicht daran scheitert, dass wir keinen Funkkontakt haben. So, alle Satelliten sind vorbereitet. So, und was denn da gerade passiert? Der Bad Banco hat ein Follow da gelassen. Vielen lieben Dank. Hier fliegen irgendwelche Staubflusen rum. Vielen lieben Dank, Bad Banco, und willkommen bei den Kurbonauten und ganz, ganz viel Spaß beim Zugucken. So, wir fliegen jetzt einfach mal hier heute so ein bisschen uneleganter vor uns hin. Ich muss gar nicht so flach gehen diesmal, weil ich unbedingt möchte, dass mein Orbit doch relativ hoch wird. Dann kann ich das auch jetzt schon mal machen. Und es ist jetzt nicht so, als ob diese Rakete nicht ein paar Reserven hätte, um es mal nett zu formulieren. Also da geht ein bisschen was. Wir haben dann 4 Satelliten mit dabei, die wir nach und nach aussetzen können. Und ich würde jetzt mal tendenziell sagen, ich weiß nicht, was ihr so sagt, aber ich würde mal so auf 10.000 Kilometer Höhe spekulieren, damit wir einfach einen gewissen Winkel hinkriegen. Denn ich muss viel Fläche abdecken, muss aber auch gleichzeitig noch gucken, dass ich vom... Also wenn ich dann die Satelliten habe, so 1, 2, 3 und den vierten, muss ich aber trotzdem noch vom vierten eine direkte Verbindung zum ersten hinbekommen. Das ist Teil des Auftrags. Und... Na gut, ich könnte sie natürlich rundherum positionieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das so zu machen. Aber ich weiß nicht, da muss ich ziemlich hoch sein. Kann das mal jemand mit dem Taschenrechner durchrechnen, welche Höhe ich haben muss, damit ich mit einem mit 2 Satelliten 25% um das Ding rumkomme? Ah. Muss ja wahrscheinlich irgendwie doppelten Erdradius oder sowas mindestens mal mitnehmen, oder? Ungefähr. Also das mit der Orbital Period ist klar. Die Frage ist, wie hoch muss mein Orbit sein? Damit ich die 25% Abdeckung eines Kreises tatsächlich machen kann, ohne den Kreis zu tangieren, damit ich ja noch eine Funkverbindung hinkriege, sonst wird es ja irgendwie albern. Aber es müsste doppelter Durchmesser sein, oder? Also, nee, nochmal der Durchmesser. Durchmesser, ah, Radius. Aber ich lasse mich da gerne beraten von jemandem, der Ahnung von Geometrie hat.
So, hier sieht es ganz gut aus. Wir sind immer noch unterwegs. Wir sind kurz vor Main Engine Cutoff in ungefähr 45 Sekunden. Geht's rüber auf Stage 3. Da werden wir uns dann weiter nach oben schieben und tendenziell hätte ich jetzt mal gesagt, wenn die Erde als Grundlage nehmen. Die Erde hat einen Radius von 6300. Dann müssten wir so ab 6000, oder? Kreis. Kreis, der doppelt so viel Radius hat, muss doch eigentlich rumkommen. Kann mir das mal jemand bestätigen? So, 18 Minuten, 18 Sekunden, nicht 18 Minuten. Sekunden. Einfacher Satz des Pythagoras. Jetzt kommen wir doch nicht, nachdem ich schon ein halbes Glas Whisky getrunken habe und es 21:39 Uhr ist mit Pythagoras und einfach in einem Satz. Ich bitte dich, kann mir das jetzt mal jemand ausrechnen? Egal. Stage Set. Wusch. Nächste Stufe. Wir. Okay, ich wollte schon sagen. Schlawinern uns weiter in den Orbit hoch. Einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, dass die Stufe hier unkooperativ wäre und nicht zündet. Sieht aber wieder alles gut aus. So, wir sind weiter unterwegs. Mal dem Radius der Erde. Message deleted. Stop posting links. Ah, Senfsoße wollte bestimmt irgendwas Schlaues posten. Ich guck mal. So, Senfsoße. Du hast 60 Sekunden Zeit, um das nochmal zu posten. Der Nightbot wird dich jetzt nicht direkt mit Hass überstreuen. Ich hoffe, es war was Sinnvolles. Ansonsten, wenn ihr Links posten wollt, fragt ihr bitte einfach immer einmal kurz den Neo. Der Neo kann euch mit Permit dann nämlich auch das Recht dazu geben. Oder ihr gebt den Link an Neo weiter und er kann ihn für euch posten. Wie ihr das möchtet, ist mir egal. Aber dann springt der Nightbot euch nicht mit den Klauen ausgestreckt an. Das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher und schöner für euch. So, wir sind weiter unterwegs. Jetzt ziehen wir mal kurz ein bisschen die Nase hoch. Wie viele Antennen sind das denn? Na, viele. Sind ja vier Kommsats. Also, ich muss ja mit jedem Kommsat eine direkte Verbindung zu einem anderen Kommsat machen können. Und dann noch runterfunken. Deshalb hat jeder dieser vier Kommsats zwei Antennen. Also zwei Schüsseln, die man ausrichten kann und eine Omni-Antenne, um unten den Boden zu bestreichen. Genau. Deshalb sieht das so ein bisschen wüst aus, sage ich mal. So, da ist unsere Apoapsis. Das sieht gut aus. Dann können wir jetzt gemütlich weiterfliegen. Also Delta-V-mäßig müsste das ja eigentlich alles ein relativ entspannter Run sein. Für den, ich sag mal, mittelhohen Erdorbit. Denn mit der Rakete habe ich gerade eben zwei Sonden zur Venus gestartet. Dann wird es ja wohl reichen, um vier Sonden in den Erdorbit zu packen. Gehe ich zumindest jetzt mal von aus. So. Das ist die Höhe, die es braucht, damit die Satelliten im Winkel von 45 Grad funken können. Und das ist, wenn ich es richtig lese. Kilometer, richtig? Gott, du kannst auch immer Punkte zwischen machen, TJ. Einfach mal so Punkte benutzen bei jeder Tausenderstelle. Wie man das mal gelernt hat im Unterricht. Das kann ja keiner lesen. Aber vielen lieben Dank. Also 9000, okay? Dann würde ich mal sagen, peilen wir mal so 9500 an, damit ich ein bisschen Toleranz habe. Und dann sollte das ja auf jeden Fall klappen, dass ich 25% des Erdumfangs abdecken kann mit einem Satelliten oder zwei Satelliten. Ich hoffe, dass das so hinhaut, ehrlich gesagt. Mal gucken. Wir tüfteln jetzt mal ein bisschen rum. Was? Ach so, mit Radius gerechnet. Okay. Ach so. Ach so. Ja, dann bin ich ja ziemlich entspannt unterwegs. Brauchen wir gar keinen Stress machen.
2600 Kilometer, also. Na gut. Ja, dann fliege ich mal so auf, weiß ich nicht, 4 bis 6. Ich würde eher sagen 6. Ich will ja, also der Punkt ist, ich würde es nicht ganz hart am Limit machen. Ich will schon eine gewisse Höhe haben, aber es ist gut zu wissen, dass das dann mit 2600 schon klappen würde. Weil der wichtige Punkt für mich ist, dass wir letzten Endes auch 60%, 40%, wie viel muss ich eigentlich abdecken? Coverage muss sein. Ich meinte, es gab irgendein Coverage. Wo ist es? Ah, hier. Coverage 60%, 2 Tage Testing Time. Ja, mal schauen. Mal schauen. Das wird auf jeden Fall spannend. Bruno, gute Nacht. Schlaf schön und ja, viel Spaß beim Angucken von der Aufzeichnung dann natürlich. So, und wir sind relativ gut unterwegs in Richtung Orbit. Das passt. Können jetzt die Stage auch endlich mal richtig schön ausbrennen. Hoffe ich zumindest. So, das sieht aber alles gar nicht schlecht aus. 1500 Delta V. Mal gucken, wie hoch uns diese 1500 Delta V dann auf der Apoapsis noch schieben können. Aber ich würde, wie gesagt, mit der Hauptrakete so viel wie möglich schon mal von diesem Orbit erledigen, denn die Satelliten selber haben nur sehr beschränkt Treibstoff mit dabei. Genau genommen halt irgendwie so ein Vierteltank. Irgendwie sowas. Weiß ich gar nicht. Nicht so viel auf jeden Fall. 88 von 24,54. Okay, ich weiß nicht, was das heißen soll, aber wir werden es auch sehen. Früher oder später. So, Orbit ist gleich geschafft und jetzt geht es dann noch an Apoapsis nach oben schieben mit den letzten paar hundert Delta V. Und dann haben wir nochmal eine Stufe mit 4000 Delta V, die man auch ein paar Mal neu zünden kann. Schmupp. So, jetzt schieben wir die Apoapsis nach oben. Höchst professionell. Jetzt haben wir schon 1000 Kilometer. Weitausend Kilometer und wir stagen rüber auf die nächste Stufe. Ah, shit. Sehe ich das richtig, dass in der Stage nicht genug Kontrolle drin ist? Düdüm. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Tja, jetzt natürlich die große Frage. Viel Kontrolle sich da. Ah, wartet mal, ich kann aber mit MechJab arbeiten, glaube ich. Okay. Alles klar, ich kann mit den Steuerungsloops arbeiten, aber ich kann nicht selber arbeiten. Das ist natürlich nicht schön, aber irgendwas ist ja immer. So, da müssen wir gleich ein bisschen improvisieren, um es mal nett zu formulieren. So, ich gehe wie gesagt mal auf so 6 hoch. Bei. Also 6000 Kilometer. Hast du gute Nacht, schlaf auch du schön und wie gesagt, Wiederholungen gibt's bei Twitch anzugucken oder ab Donnerstag dann auch bei YouTube. So, und ich werde jetzt gleich mal. Ah, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Meine Güte. Ich wollte gleich eine Rotation ansetzen, aber da wollte ich gar nicht klicken. So, eine kleine Rotation reinbringen. Zack. So. Jetzt müsste das nämlich hoffentlich stable bleiben durch die Rotation. Und dann kann ich es wieder zünden. Das wäre so. Das wäre so mein Plan. So, jetzt machen wir das hier erstmal aus. Strom haben wir genug. Das können wir eine Weile aussitzen. Gut. Gut, gut, gut. Dann hätte ich mal gesagt, wir schieben auf der Apoapsis. So, wartet mal kurz. Also, von hier auf. Vier hoch sind 701 und auf 6 hoch sind
Also es wären dann so 250 Delta V. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, wie viel die Satelliten haben. 250 Delta V, um das von 4 auf 6 zu schieben. Das gilt ja für die Satelliten dann genauso. Ich könnte natürlich einfach mal gucken. Von 5 auf 6 sind es aber nur 140. Schwierig. Welches Risiko wollen wir gehen? Ich weiß nicht genau, wie viel. Ich kann einfach nachgucken, oder? Kann ich nachgucken? Ich könnte einfach im. Nicht so wild. Wir machen 4,5 als Kompromiss. Dann haben wir auch ein bisschen Zeit, Abstand zu gewinnen. So, okay, 4,5 als Höhe. Und das machen wir auf der Apoapsis. Okay, und dann schauen wir mal, was der erste Satellit so hergibt. Mal gucken. Ach, sicher gehen ist mir zu langweilig. Ich experimentiere das schnell fertig. Wo sind wir? Wir sind er hier, ne? Okay. So, wir warpen mal bis hier so. Was soll da schon Unspannendes passieren? Kann ja eigentlich nicht. Wie weit ist Venera 3 daneben? Venera 3 macht einen Überflug auf 500 Kilometer Höhe und kann theoretisch, also von den Delta-V-Zahlen her, theoretisch in den Orbit einschwenken, wenn auch einen stark elliptischen. Venera 2 wird einen leichten Taucher durch die Atmosphäre machen, um ein paar zusätzliche Forschungsdaten zu riskieren. Mal gucken, ob das dann so funktioniert, aber wir werden es sehen. So. Nächsten Dienstag eine weitere Folge kommen ist satt. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht passiert. Die Probes sollten funktionieren und wenn nicht, machen wir das heute Abend einfach nochmal schnell fertig. Aber eigentlich passten die ganz gut. So. Gut, wir haben noch 2 Minuten und ein bisschen zur Apoapsis. Da würde ich noch einen kurzen Moment warten, dass wir mal so auf 30 Sekunden rangehen, weil ich vermute, so lange werden wir nicht brennen müssen. So. Die nächste Rotation wird unsere zum Zünden. Jawohl. Feuer frei. So. Zack. So, wir drücken das Ganze jetzt auf 4500 Kilometer hoch und schauen mal, ob wir damit dann die Satelliten ausgesetzt bekommen. Also wir werden dann auch den ersten Satelliten aussetzen. Und uns mal angucken, was wir aus dem Satelliten so rausbekommen. Das wird dann der Komsat 1 und dann versuchen wir quasi mit 4 Satelliten ein Netzwerk rund um den Planeten zu bauen. Mal gucken, ob es dafür reicht. Vom Winkel her. Jetzt heißt es aber erstmal warten, dass uns unsere kleine Stufe auf die 4500 Kilometer hochschiebt. Einfach so aussetzen, an der Autobahnraststätte. Der arme kleine Satellit. Nein, der soll ja natürlich auch seine Arbeit erledigen. Wir wollen ja, dass wir wirklich eine gute Abdeckung bekommen für unser Netzwerk. Ich bin da mal ganz zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind mit dem Ansatz, den wir hier gerade fahren.
Gleich haben wir es. Und bei 4,5 machen wir aus. Okay, wir haben noch drei Ignitions, um hier gegebenenfalls rumzuspielen. Jetzt machen wir aber erstmal den ersten Satellitenstart klar. Und ich wähle dich, lustiger kleiner Satellit. Und wir decoupeln ihn raus. Und gehen dann nochmal rüber. So, der gute Freund hat, ich weiß es nicht wie viel. Das werden wir gleich rausfinden. So, also gedecoupelt hat er schon mal sauber, das ist ja schon mal viel wert. Wir machen jetzt als allererstes mal die Solarpaneele auf. Und dann machen wir die Teile hier an. Zack. Und dann ziehen wir ihn mal auf Prograde. Ja, der tut irgendwas. Ne, tut er nicht. Tut er irgendwas? Was ist los? Oh oh. Ah, ich hoffe, ich habe nicht die Dinger hier falsch eingestellt. Ach nee, ich muss vielleicht mal ACS anschauen. Ja, vielleicht sollte ich weniger trinken, während ich meine Streams machen. Ja, ihr habt das wieder schneller bemerkt als ich. Ihr habt ja völlig recht. Ihr habt ja völlig recht. Sollte man vielleicht auch anmachen, wenn man es benutzen möchte. So, gut, dann einmal Engine an und Vollgas. So, wir. Wait, das ist nicht gut. Das war irgendwie falsch rum, aus welchen Gründen auch immer. Haben wir genau aus der anderen Seite kontrolliert und haben gerade unseren Orbit nach unten gezogen. Das ist nicht so gut. Oh, wir haben 214 Delta V. Das ist tatsächlich relativ knapp, ne? Aber das müsste für unseren Plan zumindest reichen. Wie viel hatten wir gesagt? Braucht das 140 oder sowas? Irgendwie um und bei? Ich hoffe, ich kriege die Exzentrik damit hin. Ich hoffe, das funktioniert. So, das wäre dann theoretisch. Kommsat. Eins. Ne, irgendwie so war es, glaube ich. Ich hoffe, das passt. Eieiei, das ist relativ knapp, ne? Oh nein! Oh, die Exzentrik muss 0004 sein, richtig? Es ist schon wieder um den Schlunz vorbei. Ja. Ja, können wir jetzt schon abbrechen. Funktioniert nicht. Dieser kurze Drehmoment in die falsche Richtung hat uns jetzt tatsächlich die Mission gekostet. Das hätte sonst funktioniert. Nee, es hat sogar gepasst eigentlich. Das Problem war, dass ich in die falsche Richtung ausgerichtet war und kurz in die falsche Richtung gebrannt habe. Das sind jetzt die 20 Delta V, die mir gefehlt hätten. Also wahrscheinlich haben mir nur 10 Delta V gefehlt. Oder 5. Okay, das war nicht so gut. Das müssen wir nochmal bauen. Aber dann weiß ich auch, was jetzt meine Mission ist und ich werde die auf 5 hochziehen im nächsten Anlauf. Und ich muss dran denken, dass ich die Dinger dann andersrum reinpacke. Okay, ärgerlich, aber machen wir nochmal. Ist alles gut. Müssen alle 4 auf einmal starten. Ja, das Problem ist, dass sich alle 4 sonst, also die verschieben sich halt mit der Zeit. Und ich brauche ziemlich lange, um die Raketen zu bauen. Und in der Zeit hatte sich das alte Netzwerk auch verschoben, weil ich nicht exakt genug arbeiten kann bisher. Obwohl man könnte eigentlich mit der Orbital Period. Man könnte natürlich einfach sagen,
Nimmt jetzt drei Stück und macht. Ich kann mit der Orbital Period tatsächlich arbeiten. Ja. Na, die alten habe ich rausgenommen. Das funktioniert nicht richtig. Die waren auch falsch vom Netzwerk her. Aber trotzdem, ich glaube. So, lasst uns mal den hier exekutieren. Das war es nicht. Der kann das nicht erfüllen. Das ist unser Dings. So. Lass uns mal, wenn wir jetzt direkt in die richtige Richtung gehen, müsste das eigentlich funktionieren. Und dann können wir die Orbital Period ja sauber einstellen, und zwar von allen gemeinsam, damit das nicht so ein Riesendesaster wird. Ich muss nur vorher einfach Control from here machen, dann ist das ganze Problem auch weg. Dann haben wir schon mal drei Satelliten oben. Dann starte ich noch einen nach und den rushe ich einfach ein bisschen. Dann haben wir das trotzdem erledigt. Weil an sich ist der Ansatz gar nicht schlecht. So, und ich werde jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen zünden mit der Rakete. Ich weiß, ich bin ganz leicht über die APO drüber, aber ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Ich zünde die jetzt noch mal auf 5 Millionen hoch. Dann habe ich ein bisschen mehr Puffer, um die Orbital Periods der Satelliten dann besser einzustellen. Und mit einer sauber eingestellten Orbital Period müssten sie eigentlich. So. Mit einer sauber eingestellten Orbital Period müssten sie nämlich eigentlich kein Problem mehr haben. So. Gut. Jetzt müssen wir nur noch einen treffen. So. Die Kappe. Weil wenn ich die jetzt wirklich sauber hinbekomme, dann kann ich da tatsächlich einen vierten Satelliten nachstarten, um den reinzuhängen ins Netz. So, Solarpanel, Solarpanel. So, du bist ab jetzt Kommsat 1. So, zack. Wie gesagt, Control from here, dann haben wir das schon mal safe. RCS ist an. RCS ist an. RCS ist an. Und RCS ist an. So, und das mache ich jetzt von Hand. Um nicht ganz so viel rauszurotzen. So, jetzt lasse ich ihn nochmal rumdrehen. So, und den Rest kann er jetzt gerne per Abrail machen. So, jetzt aber. Auf geht's Richtung saubere Umlaufbahn. Hä? Wieso hat der 700 irgendwas? Wieso hatte der eben so wenig? Was ist hier los? Irgendwas ist doch faul mit diesem Kommsatz. Der eben hatte doch nur 200 irgendwas, oder? So. Jetzt bringen wir den mal sauber auf die Apoapsis. Dabei entfernt er sich ja schon mal ein Stückchen von seinen Kumpels. So. Verstehe ich nicht, warum der eine so wenig hatte. So, Apoapsis in der Minute 44. Gut, den kriegen wir auf jeden Fall sauber platziert. Und dann notieren wir uns nämlich die Orbital Period, die er nimmt.
Kugelschreiber will nicht. Sehr schön. Und die müssen wir einfach sauber bei den anderen auch setzen. Dann sollten die Abweichungen nicht zu groß werden. Und dann rushen wir die andere Rakete einfach wirklich schnell durch. Um zu gucken, dass die Abweichungen sich im Rahmen halten. Hoffe ich. So. Orbital Period sind 3 Stunden, 3 Stunden, 53 Minuten, 19,11 Sekunden. So, gut, hat der das. Dann müssen wir jetzt rüber zu seinem Kumpel, dem Kommunistsat, und ein bisschen Abstand gewinnen. Ich denke mal, da werden wir noch einen Orbit für brauchen. Aber wir können jetzt gleich mal ganz kurz, da fällt mir ein, wir gehen jetzt gleich ganz kurz nach unten und nutzen die Zeit schon mal, um die nächste Rakete zu bauen, nämlich mit dem Ersatzsatelliten. Denn wir wollen ja... definitiv... noch was starten. Ich würde aber fast mal gucken, ob wir dann nicht einfach trotzdem noch mal einen Vierer starten. Bin gerade am Überlegen. Einfach um sicher zu gehen, weil sollten die sich verschieben, haben wir es dann nicht umsonst gebaut. Und können mit Vieren noch mal ansetzen. Und sollten wir nur einen davon brauchen, erledigen wir die Mission und können die anderen einfach auf anderen Orbits aussetzen, weil Kommsatz schaden nicht. Ich glaube, ja, wir bauen tatsächlich... Ich glaube, wir bauen tatsächlich einfach nochmal die Vierer-Rakete und ich muss mal ganz kurz gucken, warum die komisch ist. Aber ich nehme an, ich habe nur einen auf 25% runtergesetzt und ganz ehrlich, das kann ich eigentlich lassen. So, Kommunist Sat 2. Zack. Den bauen wir jetzt einfach nochmal. Weil an sich ist ja eigentlich gut. Na, der lädt aber verdächtig lange. Ah, das ist ja sehr schön. Da muss ja irgendwo der Fehlerteufel in eine Kiste reingerutscht sein. Jetzt komm her hier. Das gibt's ja nicht. So. Utilization 25%. 25%? Hä? 25%? Die haben alle die gleiche Utilization. Ah, Freunde, muss ich es verstehen? Wahrscheinlich nicht. Ich frage mich aber echt, warum der eine... dann so wenig hatte. Gut, also. Alles ist gut. Zack, save. Und wir bauen das jetzt nochmal. So, und rushen das jetzt runter in... weiß ich nicht. Paar Tagen. Mal gucken, wie viel der Spaß kostet. Wir kriegen ja 300 irgendwas 1000 dafür. Da können wir ein bisschen Kohle für ausgeben. Auf jeden Fall rushen wir es ordentlich, damit das Netzwerk sich nicht zu sehr verschiebt.
So, bisschen noch, komm. Ah, ich gehe mal auf 600.000 runter. Ah, mehr nicht. So. Okay, 38 Tage. Das sollte okay sein. Das war jetzt ein teurer Spaß. Aber ich hoffe mal, dass das uns ermöglicht, dass wir die Lücke noch füllen können in dem vorhandenen Netzwerk, was wir jetzt gerade aufbauen. Mal gucken. Mal gucken. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen auf Abstand gehen und dann. Habe ja gesagt, das wird ein bisschen Tüftelei. Und dann den zweiten aussetzen. Also wir brauchen jetzt so ungefähr 90 Grad Winkel zu dem anderen Satelliten, damit wir mit vier Satelliten. Oh, und da hat sich KSP verabschiedet.